Ich habe gerade Klopapier gekauft. Ach, stimmt, ihr macht das mit Papier. Bei uns in der Kultur macht man das nur mit Wasser. Echt? Das klingt ja richtig eklig. Wie bekommt ihr das eigentlich ohne Wasser sauber? Ja, also ist ja wie, wenn jetzt ein Hund in deine Wohnung macht, würdest du ja auch kein Wasser nehmen, sondern einfach mit einem trockenen Tuch drüber wischen. Was? Nee, auf jeden Fall mit Wasser. Okay, ja, in dem speziellen Fall vielleicht besser. Im Po-Putzfall auch. Wie seht ihr eigentlich, ob es halt so sauber ist mit der Technik? Also man putzt ja halt und dann schaut man immer so drauf. Und man macht das so lang, bis man am Klopapier jetzt nichts mehr sieht. Wie? Ach komm, Mann. Also, wenn sich jetzt jemand hier auf den Boden übergibt, putzt du ja auch nicht so lang, bis der Boden sauber ist, sondern halt einfach so lang, bis nichts mehr am Putzlappen ist. Was? Nein, meinst du es gerade ernst? Ja, okay, vielleicht jetzt in dem spezifischen Fall nicht, aber... Kid, Mann, das heißt ja, dass es bei euch halt nie ganz sauber ist. Ja, schon, aber wir haben da vorgesorgt. Wie? Wenn jetzt halt irgendwie Stuhl in der Unterhose ist, dann nennen wir das einfach Bremsspur. Und das macht es halt schon harmloser und auch irgendwie cool ein bisschen, wegen Rennfahren und so. Das ist schon cool. Ihr habt halt permanent Stuhl am Körper, was ziemlich eklig ist, aber... Du hast auch recht, so das mit dem Rennfahrer ist schon cool. Also ich probiere es auch mal. Perfekt, weil